Handwerk sorgt für Nachwuchs und das gleich bei zwei spektakulären Veranstaltungen. Bei den Jugendfeuerwehr-Workshops und beim Schulfest des Handwerks. Die Handwerkskammer Koblenz bietet Schülerinnen und Schülern bei diesen Veranstaltungen Berufsorientierung hautnah. Wir haben uns für sie umgeschaut. Es ist euer Tag. Mit diesen Worten begrüßte Kammerpräsident Werner Wittlich die über 5000 Schülerinnen und Schüler, die zum großen Schulfest des Handwerks auf das Gelände der Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz geströmt waren. Und auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen schaute vorbei und ermutigte die jungen Besucher, den Tag zu nutzen, zum Ausprobieren, Mitmachen und Erleben. Und machte sich natürlich auch gleich selbst ein Bild. Von der Notwendigkeit solcher Veranstaltungen und Aktionen zur beruflichen Orientierung ist die Ministerin zu 100% überzeugt. Erstens mal können wir für die Berufsorientierung eigentlich nie genug tun. Früh ansetzen, Schülerinnen und Schüler wirklich Möglichkeiten aufzeigen und sie dann dabei unterstützen, eine gute Wahl zu treffen. Aber dieser Tag hat natürlich noch etwas anderes. Er löst einfach auch eine gewisse Begeisterung für das Handwerk aus, weil hier auf wunderbare Art und Weise die Vielfältigkeit des Handwerks dargestellt wird. Und natürlich hoffen wir, dass viele sich dann auch für eine Berufstätigkeit in dem Bereich entscheiden. Aber für die anderen ist es auch eine gute Gelegenheit, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was leistet eigentlich das Handwerk und wie vielfältig ist es. Vielfalt, das war auch Thema bei den ersten Techniker-Workshops für die Jugendfeuerwehren im nördlichen Rheinland-Pfalz. Rund 300 junge Nachwuchsfeuerwehrleute hatten Gelegenheit, ihr technisches Wissen zu vertiefen und Handwerk von seinen spannendsten Seiten kennenzulernen. Bernd Hammes, Leiter der Aus- und Weiterbildung der Handwerkskammer Koblenz, gab gemeinsam mit Vertretern der Landesfeuerwehren den Startschuss für dieses Projekt, das ab sofort regelmäßig stattfinden wird. Denn es besteht Handlungsbedarf auf dem Ausbildungsmarkt. Wir haben in den letzten Jahren erkennen können, dass der Trend am Ausbildungsmarkt sich verändert. Wir haben weniger Kräfte, die in die Ausbildung strömen. Wir haben wesentlich mehr Lehrstellen im Angebot als Bewerber. Also muss Handwerk versuchen, die Nachwuchssicherung frühzeitig zu beginnen. Also ich denke, die Feuerwehr ist allein von ihrer Grundstruktur her schon sehr handwerklich orientiert. Die Feuerwehr ist bekannt dafür, dass sie im Einsatz halt anpacken muss, auch handwerkliche Fähigkeiten umzusetzen. Und da ist es naheliegendste wohl, die Feuerwehr und Handwerk ganz eng zu verschmelzen. Auch wenn wir gerade im ländlichen Bereich gucken, jeder Handwerksmeister von der früheren Struktur her war und ist in der Feuerwehr. Und was liegt da näher für eine Kooperation mit der Handwerkskammer, für auch unsere Jugend dann vom Prinzip wieder im Handwerk zu begeistern und zu fördern. Und irgendwann kam die Idee, dass wir Handwerk und Feuerwehr wieder zusammenbringen sollen. Das war ja seit Jahrhunderten so. Man hatte die Schornsteinfegermeister, waren in aller Regel auch die Wehrführer oder späteren Wehrleiter. Und gerade Schornsteinfeger hat ja wieder zu Feuer gepasst, um die Leute darüber zu bringen. Und unsere Jugendlichen oder die Feuerwehrleute sollen ja nicht nur theoretisch gut Bescheid wissen, sondern auch praktisch Bescheid wissen. Wir arbeiten ja im Notfall mit technisch hochversierten Geräten und die müssen sie bedienen können. Und dafür müssen sie ein wissenstechnisches Verständnis haben. Und technisches Verständnis, das haben die jungen Feuerwehrleute auf jeden Fall. Die nächsten Techniker-Workshops für Jugendfeuerwehren finden am 16. Oktober im Berufsbildungszentrum Bad Kreuznach statt. Über diese Veranstaltung hinaus bietet die Handwerkskammer Koblenz eine Vielzahl an Angeboten zur Berufsorientierung. Informationen dazu finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.